Herzlich willkommen an alle. Ich sehe im Moment nur eine bedingte Kachel, aber ich sehe meinen alten Kumpel Benedikt Dunkelberg zum Beispiel. Und jetzt Hinrich sehe ich auch, beziehungsweise höre ich. Das ist ja schön, Hinrich. Dann kann ich dich ja immer wieder als Co-Referenten einsetzen, zu der einen oder anderen Frage. Also insofern freue ich mich sehr, dass der eine oder andere, ich sehe gerade auch Olaf Küther und Dirk Burkhoff, wunderbar, den einen oder anderen kenne ich, das macht die Diskussion noch lebhafter. Also immer herzlich willkommen, zwischendurch rein zu grätschen. Und ich werde versuchen, nicht zu zahlenorientiert zu sein, sondern das eine oder andere dann auch an Querinformationen noch mitzugeben. Und ich denke, Herr Kenser, wir starten einfach, ne? Und legen los. Und ich versuche jetzt mal die größte Herausforderung für mich, nämlich die Umsetzung der Technik, auf die Beine zu stellen. Jetzt muss ich, glaube ich, noch freigeben drücken. Ist bei Ihnen irgendwas zu sehen? Ganz hervorragend. Alles wunderbar, Herr Winkelmann. So, dann würde ich jetzt. Warte mal. Jetzt brauchen wir den letzten. So, jetzt wunderbar. Ich bin startklar und freue mich, dass die Technik funktioniert oder noch besser, dass ich mit der Technik ausreichend umgehen kann. Und würde dann einfach mal loslegen. Wir fangen mit ein paar einfachen Informationen an. Insgesamt ist Schleswig-Holstein im Verhältnis zu anderen Bundesländern etwas besser durch den ersten Teil der Pandemie gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt ist etwas weniger stark zurückgegangen. Die Arbeitslosenquoten sind deutlich geringer also im Zuwachs als bei vielen anderen Bundesländern. Und insofern war in 2020, das ist der Betrachtungszeitraum, mit dem wir jetzt anfangen, insgesamt eine unterdurchschnittliche Belastungsstruktur zu erkennen. Das ist auch, wenn man etwas tiefer nachdenkt, nicht weiter verwunderlich, sondern es liegt einfach schlicht daran, dass wir eine andere Struktur in unserer Erstellung des Bruttoinlandsproduktes haben, die deutlich weniger stark durch das Branchenmix von der Industrie geprägt wird. Ein Thema, das Hinrich Vater immer kontinuierlich dazu nutzt, zu sagen: Leute, lasst uns mehr versuchen, hier Industrie entsprechend anzusiedeln. Die Stimmung, und das ist ein Arbeitspapier aus eurem Hause, war aufgrund der Umfrage im zweiten Quartal insgesamt relativ gut mit 42% gegenüber dem ersten Quartal von 34% und dem zweiten Quartal 2020 merkt man, dass die aktuelle Stimmung etwas besser war. Was deutlich weniger stark zunimmt, ist die Frage der Zukunftserwartungen, die in diesem Zusammenhang die IHK rausanalysiert hat. Und da sehen wir jetzt auch durch die aktuellen Umfragen und Einschätzungen, nicht zuletzt unseres Instituts für Weltwirtschaft, eine weitere Eintrübung, was das Jahr 2021 angeht, bundesweit in der konjunkturellen Einschätzung. Wir liegen ja jetzt in der Erwartung nur noch bei 2,5%. Die letzten Einschätzungen der Bundesregierung lag noch bei circa 3,7. Aber man merkt also, dass durch die weiteren Pandemiefolgen, aber vor allen Dingen durch das Thema der Rohstoffknappheit und teilweise auch der Transportkostensteigerung und der Transportkostenengpässe die Wirtschaft deutlich mehr ins Stocken gerät. Was unverändert noch nicht geändert ist, ist die relativ optimistische Prognose für 2022, die je nach Institut ungefähr bei 5% liegt. Dann allerdings geht man von dem Zurückgang doch in relativ drastischer Form aus, nämlich nur noch auf ungefähr 1,1%, wenn dann die entsprechenden Aufholeffekte sich erledigt haben. Also noch ganz gute Stimmung, aber für die Zukunftsentwicklung schon keine Betrübnis, weil überwiegend gleichbleibende Einschätzung, insbesondere hier in unserer Struktur, aber auch keine Zunahme mehr an positiven Erwartungshaltungen.
Ich habe hier nochmal einen kurzen Überblick gegeben über die Zusammensetzung der, der Struktur. Das würden Sie alles im Nachgang in den Unterlagen dann entsprechend bekommen oder finden, wenn Sie daran Interesse haben. Das so ein bisschen auch zeigt, sozusagen, warum bestimmte Trends in der Form stattfinden, wie wir sie gerade beschrieben haben. Zeitweilig lief das, insbesondere das Baugewerbe, eben sehr gut. Da sind jetzt, wie Sie alle wissen, durchaus erhebliche Versorgungsprobleme, insbesondere und auch Preisprobleme drin, Versorgungsprobleme im Bereich Holz und Stahl und insbesondere auch die, die Frage der Preissteigerung, die teilweise deutlich, also signifikant angestiegen ist und die zumindest in den Bereichen wohl auch noch eine gewisse Zeit anhält. Das, wo ich sozusagen mir perspektivisch durchaus mehr Kopfzerbrechen mache, ist die Frage der, der gesamten Auswirkung des, des Themas Demografie. Fangen wir in dem Zusammenhang zunächst mal einfach mit dem historischen Blick an. Wir haben traditionell seit vielen Jahren ein Geburtenunterschuss im Verhältnis zur Sterbestruktur. Und wir sehen hier, dass die Wanderungssalden sowohl zu den Bundesländern als auch durch das Ausland insgesamt in der Lage gewesen sind, diese Fragen tatsächlich noch zu kompensieren. Wir sehen insbesondere natürlich auch den relativ starken Peak in den letzten Jahren der positiven Wanderungssalden. Bei diesen Wanderungssalden haben wir sozusagen sowohl im Bereich Hamburg-Schleswig-Holstein als auch Rückkehrer, die aus anderen Regionen, gerade wenn sie das Arbeitsende verlassen haben und dann in die Rentenstruktur wechseln, haben wir im Moment eine ganze Menge sozusagen Rückkehrer aus anderen Bundesländern. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu. Aber also grundsätzlich finde ich, die gerade in Schleswig-Holstein müssen wir sehr auf die Entwicklung der Demografie und wir kommen gleich nochmal auf die Entwicklung der, des Arbeitsmarktes in dem Zusammenhang zurück, weil der natürlich unmittelbare Auswirkungen aufgrund der Demografieentwicklung hat. Was wir sehen, ist, dass der positive Wanderungssaldo in Deutschland die, die negativen Differenzen bisher sozusagen entsprechend kompensiert hat. Wir sehen, dass sich das und insbesondere, wenn wir auf den Arbeitsmarkt gucken, in Zukunft anders und deutlich problematischer darstellen will. Ich habe, bevor wir auf die Folie eingehen, die wir gerade sehen, habe ich mir nochmal die aktuellen Zahlen bundesweit angeguckt und ich lese mal die Strukturen vor. Wir haben 2020 45,5 Millionen Arbeitskräfte aktuell beschäftigt. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir keine Wanderungszuwächse hätten? Dann würden wir in 2030 3,5 Millionen Arbeitskräfte vom Markt verlieren durch die Veränderung und danach bis zu 2040 nochmal erhebliches Volumen, also von 2020 45,5 Millionen auf 2040 ohne Wanderung 37,8 Millionen. Das ist relativ einfach auszurechnen, indem man sich anguckt, welche scheiden üblicherweise in einer bestimmten Altersstruktur aus dem Arbeitsmarkt aus und gleichzeitig guckt, wie viele junge Leute in welcher Struktur werden dem Arbeitsmarkt durch die geburtenstarken Jahrgänge oder durch die geburtenschwachen Jahrgänge entsprechend zur Verfügung gestellt. Und das, was wir sehen, ist, dass wir, wenn wir diese Entwicklung nicht aufhalten wollen durch Zuwanderung von qualifizierten Arbeitskräften, dass wir, das geht bis 2060, das ist in der Analyse mit drin, dann wären wir sogar nur noch bei 30,6 Millionen. Also da würden von 45,5 auf 30,6 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir ein Wanderungssaldo bräuchten, um die Arbeitskräftestruktur aufrechtzuerhalten von rund 400.000
neuen Arbeitskräften pro Jahr. Also wir bräuchten 400.000 Arbeitskräfte zusätzlich aus dem Ausland, damit wir überhaupt eine Chance haben, die Personen, die im Arbeitsmarkt sind, entsprechend aufrechtzuerhalten. Ansonsten müssten wir das durch Produktivitätsfortschritte auf die Beine stellen. Gucken wir mal nach Schleswig-Holstein. Da sind ungefähr nach den Statistiken, die ich gefunden habe, jetzt 1,67 Millionen Beschäftigte. Und die werden bis 2035 ungefähr auf 1,4 Millionen sinken. Das heißt also, selbst bei uns in Schleswig-Holstein müssen wir mit einer dramatischen Veränderung der Arbeitskräftestruktur leben. Gleichzeitig ist es spannend, was wir in der Rentenstruktur sehen. Nur mal eine kleine Information am Rande: von 2015 bis 2035 werden die über 80-Jährigen um 58% steigen. Also wir sehen, wie der Demografieberg uns nach hinten entsprechend rausschiebt. So, dann weiter mit also wenn irgendwelche Fragen sind oder so, jederzeit gerne. Sonst einmal weiter in den Blick der Struktur in Schleswig-Holstein nach den verschiedenen Bereichen. Und man sieht eben, dass wir im Bereich Industrie und produzierendes Gewerbe im Verhältnis zu den anderen Bereichen Dienstleistungen und Gesundheitswesen eben deutlich unterrepräsentiert sind. So, hier haben wir mal den Erwerbstrend aus der Vergangenheit gemacht. Sie haben ja eben schon aufgenommen, wie wir die entsprechenden Zukunftsstrukturen sehen. Insofern für jedes Unternehmen, und das ist ja unsere Tätigkeit, ist im Moment meine Hauptaufgabe aus dem Beratungsbereich zu sagen, seid ihr eigentlich richtig und intensiv genug auf die zukünftigen Herausforderungen im Personalbereich aufgestellt, weil guckt hin und die Lohnkosten werden Perspektive steigen und gleichzeitig wird die Verfügbarkeit der Personen, die wir eigentlich bräuchten, deutlich abnehmen. Und selbst wenn wir die weniger Qualifizierten verstärkt durch Ausbildung und Ähnliches voranbringen, wir haben einfach zu wenig, ne? Und das muss uns auch in der Tragweite für die Zukunft klar werden. So, ich glaube, zu diesem Bereich habe ich inzwischen einiges erzählt. Dann Überblick über die sozusagen Corona-Maßnahmen. Hier haben wir die Hilfeleistung in Schleswig-Holstein. Die in Schleswig-Holstein angekommen sind, waren in 2020 mehr als 1 Milliarde. Wir haben sozusagen Themen gehabt wie die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, die eine ganze Zeit geholfen hat, die allerdings isoliert betrachtet gar nicht hilft, wenn nicht gleichzeitig eine bestimmte Verhaltensweise der Banken parallel durch die BaFin es dem Bankenbereich erleichtert hat, dann auch bei kritischen Fällen diese Dinge zunächst mal so aufrechtzuerhalten. Hier muss man ganz klar sagen, dass die Liquiditätsversorgung gerade in der ersten Welle für Schleswig-Holstein hervorragend geklappt hat. Die Liquiditätsversorgung hat geklappt. In der zweiten Welle, wo der Bund diese Anträge teilweise nach den verschiedenen danach kommenden Programmen bearbeitet hat, war es eine Vollkatastrophe. Die Dinge sind ja, wie Sie erinnern, und da gucke ich wieder meinen Hinrich Vater an, der zu Recht ja darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieses Thema sozusagen mit einer zeitlichen Verzögerung herbeigeführt worden ist, die sozusagen schon, also da muss man sich schon fragen, was da in den jeweiligen Bundesaktivitäten passiert, um solche Intensität der Missstände entsprechend entstehen zu lassen. Nochmal zum Bankenbereich zurück. Das hat in der Vergangenheit
uns geholfen, dass keine sozusagen intensiven Insolvenzen entstanden sind, weil die Banken zunächst mal mitgehen konnten. Wir sehen jetzt allerdings sozusagen durch die Überbrückung durchaus Risiken insbesondere in 2022 auf uns zukommen, weil mit den entstehenden Bilanzen, die jetzt kommen werden im Herbst oder eigentlich müssen sie schon da sein, aber die jetzt sichtbar werden, wird sich zeigen, dass die wirtschaftliche Struktur vieler Unternehmen sich deutlich verschlechtert hat. Und die Folgewirkung von solchen Überlegungen ist Veränderung der Ratingstrukturen, Kostenerhöhung der Finanzierung und sozusagen deutlich erhöhte Schwierigkeiten bei der Prolongation oder Neukreditgewährung dieser Institute. Das liegt also als Bekämpfungsmöglichkeit, muss man stark darüber nachdenken, wie man insbesondere das verlorene Eigenkapital gegebenenfalls wieder ausgleicht. Das wird in der nächsten Zeit, denn das Problem ist, dass zwar die Liquidität noch da ist, aber dass die Eigenkapitalsituation sich bei vielen Unternehmen verschlechtert hat. Inzwischen sind ja die Insolvenzantragspflichten ebenfalls ausgelaufen. Zum ganzen Insolvenzthema komme ich nochmal. Aber was man sieht, ist, 1 Milliarde ist geflossen und in 21, wenn auch vielfach erheblich verspätet mit allem Drum und Dran, sind in Schleswig-Holstein bis Mitte des Jahres nochmal, das sind die Zahlen, die man noch finden kann, nochmal 730 Millionen reingeflossen. Das ist Stand Juni 21, das waren die letzten halbwegs belastbaren Zahlen, die man da bekommen konnte. Das heißt also, das Hilfspaket ist schon tatsächlich relativ umfangreich sozusagen gekommen, aber viele Unternehmen trotz der Hilfestellung haben im Rahmen der Pandemieentwicklung die Reserven aufgebraucht. Das sehen auch die entsprechenden Wirtschaftsweisen für viele Bereiche entsprechend so. Dann haben wir die Bundesagentur hat ihre Reserven verbraucht. Viele Kommunen sind geschwächt. Je stärker die Pandemiefrage sozusagen für die Zukunft noch Rückschläge befürchten lässt, obwohl das ja im Moment tatsächlich wieder besser wird, können auch da Rückschlagsprognosen sozusagen nicht ausgeschlossen werden. Aber das scheint sich ja tatsächlich jetzt zu verbessern. Insofern gehen die meisten Prognostiker im Moment davon aus, dass in 2022 tatsächlich dann eine deutliche Verbesserung kommt. Und bundesweit sind zu dem Stichtag der Erstellung über 100 Milliarden an Corona-Hilfen zu dem Stichtag ausgezahlt worden. Da frage ich nochmal in die Runde, insbesondere Hinrich. Hinrich, hast du über das, was ich gerade vorgetragen habe, noch andere Informationen? Nein, lieber Hartmut, habe ich nicht. Kannst du mich sehen? Ja, ich kann dich sehen. Also, passt. Wir erleben, dass ein Teil der Soforthilfen jetzt durch die Berechnungsmodelle, die im August veröffentlicht worden sind, zurückgeholt wird. Und da laufen Gespräche in Berlin auch vom DIHK mit dem Bundesfinanzministerium, um da noch einiges richtig zu stellen, weil die entweder ohne Sinn und Verstand aufgestellt worden sind, diese nachträglichen Regelungen, oder aber um nochmal die Kasse ein Stück weit wieder aufzufüllen für die nächste Bundesregierung. Ja, das geht natürlich nicht. Gleichzeitig wird es spannend. Es gibt ja auch immer wieder sozusagen Überprüfungen, wo dann die Frage ist, sind die Mittel eigentlich zu Recht beantragt worden oder nicht? Also auch da ist ja das eine oder andere inzwischen schon hochgekommen, aber Hinrich hat völlig recht. Eine Verschärfung der Maßnahmen, das geht natürlich überhaupt nicht. Also es geht zum Beispiel um Einmalzahlungen, das ganze Jahr mit Pachtgebühren, Mieten, die einmal gezahlt werden, Versicherungsprämien und so weiter, die zurzeit an der Anwendung nicht umgelegt werden können auf Monate, in denen die Hilfe beantragt worden sind, und quasi unberücksichtigt bleiben und deswegen große
Anteile der Hilfen zurückgezahlt werden müssten. Aber das ist noch in, wie gesagt, in Klärung. Ja, also da drücke ich dir die Daumen oder den Kollegen, die das da bundesweit erstreiten, dass da der größte Unsinn dann verhindert werden kann. Nicht? Ja, wir sehen auf der Seite auch die insbesondere die Belastung von KMUs und Selbstständigen in Deutschland, die durchaus ja besonders stark betroffen worden sind. Dann ein Thema, mit dem ich mich vor einem halben Jahr schon mal beschäftigt habe. Sie alle wissen, dass die Insolvenzen in den letzten Jahren zurückgegangen sind. Dazu hat natürlich auch die Aussetzung der Insolvenzpflicht maßgeblich beigetragen. Und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt eigentlich, nachdem diese ganzen Dinge ausgelaufen sind? Und wie weit wird es da Rückschläge oder Veränderungen ergeben? Wir sehen im Moment, dass wir sozusagen in Schleswig-Holstein, und das ist mehr oder weniger ein Bundestrend der letzten Jahre gewesen, deutlich weniger Insolvenzanträge gesehen haben. Und das sozusagen über Jahre mit einer, also über die letzten 2, 3 Jahre mit einer deutlich abschwächenden Tendenz. Und da würde man ja zunächst mal sagen, Pandemie und wie kann das angehen, dass die Insolvenzstrukturen abgenommen haben. Die vordergründige Erklärung ist natürlich zunächst mal durch das Aussetzen natürlich maßgeblich dazu beigetragen. Gleichzeitig ist die sehr gute Liquiditätsversorgung natürlich in der unmittelbaren Folgewirkung hat dazu beigetragen, dass auch nach Auslaufen der Insolvenzantragspflicht die Insolvenzen nicht sofort eingetreten sind. Heißt das jetzt, dass wir keinen Rückstau an insolvenzpflichtigen oder ähnlichen Unternehmen haben? Nein, das heißt es nicht. Es sind bundesweit mindestens 4.000 Unternehmen, die aktuell eigentlich insolvenznah oder insolvenzantragspflichtig sind, aber die durch die Liquiditätsstruktur im Moment ihre Dinge noch aufrechterhalten konnten. Es ist also aus unserer Sicht, und ich habe mich da viel mit unseren Insolvenzverwaltern sozusagen auseinandergesetzt, die im Moment auch davon ausgehen, dass aktuell noch nichts passiert, dass aber in der nächsten Zeit die Antragssituation sowohl induziert durch die Bilanzen, dann über das fehlende Eigenkapital, auch durch das Bankverhalten und die nicht mehr sozusagen in gleichem Maße nachschießende Liquidität, dass diese Dinge irgendwann dann entsprechend losgehen. Ich habe damals, da war ich offensichtlich zu pessimistisch, vermutet, dass das ab 2. Quartal 2021 passiert. Inzwischen würde ich sagen, das ist eine Fehleinschätzung gewesen. Wir müssen tatsächlich diesen Zeitraum noch deutlich in die Zukunft verschieben und gehe im Moment von der Einschätzung sozusagen 2. Quartal 2022 aus, also rund ein Jahr später, als ich das ursprünglich erwartet habe. Aber es bedeutet nicht, dass diese Dinge nicht eintreten. Das kommt glücklicherweise nicht nur auf meine Einschätzung zurück, sondern von Kreditreformen oder bis zur Studie des IFO-Instituts sehen ganz viele, je nach Grad und je nach Größenordnung, die unterschiedliche Intensität der Insolvenz vorhersehen. Wir dürfen also zunächst mal noch nicht davon ausgehen, dass wir strukturell diesen an sich ja extrem erfreulichen Trend der Insolvenzentwicklung über einen längeren Zeitraum so beibehalten werden, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass das deutlich steigt. Und Sie sehen anhand der kleinen Hinweise, die ich links und rechts gegeben habe, dass die verschiedenen, also von Bankenverband über Institut der deutschen Wirtschaft, dass alle mit einem signifikanten Anstieg in überschaubarer Nähe rechnen. Was hat der Gesetzgeber versucht? Der hat versucht, mit dem neuen Gesetz zur vorinsolvenzrechtlichen Einigung dieses Problem in den Griff zu kriegen. Kennt jemand von Ihnen Staruk?
Ist das in irgendeiner Weise mal bewusst aufgenommen worden? Also da ich null reagiert, also wer was gehört hat, möge sich einmal melden. Mich interessiert einfach mal, wie viel davon schon was gehört haben. Also dadurch, dass niemand was sagt. Doch, Herr Dunkelberg hatte sich aber tatsächlich mit der echten Hand gemeldet. Ah, dann wollen wir Herrn Dunkelberg mal hören. Ja, in der Tat bin ich beim letzten Jahresabschluss auf das Thema aufmerksam gemacht worden. Sage ich auch ganz ehrlich, ich habe es nicht durch eigene Initiative erfahren, sondern durch Hinweise unseres Jahresabschlussprüfers, der uns entsprechende Hinweise gegeben hat, die einerseits deutlich zusätzliche Arbeit von uns abverlangt hat, auf der anderen Seite uns dazu veranlasst hat, noch etwas intensiver in die eigenen Risikofaktoren einzutauchen und Risikovorsorge zu treffen. Insofern meine Empfehlung an alle, die in einer Situation sind, wo sie sich grundsätzlich mit der Thematik auseinandersetzen, gucken Sie in das Staruk rein, beschäftigen Sie sich damit, denn ein guter Jahresabschlussprüfer wird Sie ohnehin darauf hinweisen, dass Sie sich damit beschäftigen müssen und ihm auch Zuarbeit leisten müssen. Also dringende Empfehlung, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, danke, Benedikt. Wir haben uns mit unseren Insolvenzrechtlern mit Staruk auseinandergesetzt und haben auch insbesondere mit dem Bankenapparat eine Informationsserie dazu gestartet, mit dem inhaltlichen Ergebnis, dass Staruk ein Bundesgesetz ist, das versucht, Regelung einvernehmlicher Art vor eigentlicher Insolvenz zu finden. Das ist der Grundgedanke von Staruk. Die Ausgestaltung ist an Dämlichkeit nicht zu überbieten. So viele handwerkliche Fehler und so viele Unsauberkeiten in dem Durchdringen, dass man sagt, der Staruk wird sozusagen keine praktische Anwendung im deutschen Insolvenzverfahren finden, hat aber einen Nachteil, also neben der Tatsache, dass es schlecht gemacht ist, hat aber einen Nachteil, die Haftungsrelevanz für die Geschäftsführung wird deutlich größer. Also wenn man in Schwierigkeiten kommt oder in schwierigkeitsnahe Dinge kommt, dann ist die Anforderung auf eine mehrjährige Vorausplanung, auf Klarheit, dass man liquiditätsmäßig stabil aufsteht, an die Geschäftsführung größer und damit auch an die Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater, die sich in diesem Zusammenhang mit solchen, also wenn die auch nur eine Krise wittern, dann müssen sie anfangen, sich mit der Frage zu beschäftigen und sagen, lieber Geschäftsführer, hast du dich eigentlich Staruk-konform verhalten? Nur ein Satz noch, was will Staruk eigentlich? Staruk hat die Idee, dass sozusagen man Einigung findet, sozusagen über, also insbesondere geht es gegen den Bankenapparat. Das ist eigentlich die Stoßrichtung. Das ist der einzige Fall, wo es mal tatsächlich funktionieren könnte. Klassische Corona-Kreditstruktur. Man hat Geld bekommen, hat Geld zu viel aufgenommen, also Geld ordentlich aufgenommen. Geschäft läuft weiter wie vor Corona, aber es reicht nicht aus, um die Tilgung der Mehrkredite, die man aufgenommen hat, vernünftig zu tilgen. Und jetzt will man versuchen, mit diesem Instrument einen einvernehmlichen Schuldenschnitt herbeizuführen, indem man sich mit einer ausgewählten Gruppe, nämlich den Banken in dem Fall, versucht zu einigen und dann eine Sanierung herbeizuführen. Das ist der Grundgedanke, den Staruk versucht hat, leider mit umfangreichsten handwerklichen Fehlern, so dass bis auf ganz wenige Fälle das nicht passiert. Es hat in Deutschland auch praktisch noch keine ernsthaften Umsetzungsfälle für dieses Gesetz gegeben, was, wenn man versucht, eine Lösung zu finden, in der vorinsolvenzrechtlichen Veränderung eine deutliche Verschlechterung ist. Aufgrund der damit gemachten Auflagen führt es auch dazu, dass andere insolvenzrechtliche Verfahren, die es in der Vergangenheit gibt, die nicht die Regelinsolvenz sind, auch deutlich an Bedeutung verlieren werden. Wir werden es jetzt erleben, dass wenn es Insolvenzen gibt, dann gibt es nur noch in der praktischen Umsetzung nur noch die Regelinsolvenzen. Das ist
die Folgekonsequenz der Staruk. Wer irgendwann mal Lust hat, sich separat damit zu beschäftigen, wir haben ausführlichstes Informationsmaterial dazu erarbeitet, auch wenn es jetzt kaum Wirkung erzielt, aber wir können darüber gerne mal berichten, wenn Einzelne aus Ihrem Kreis das interessiert. So, Kritik an Staruk brauchen wir dann nicht. Was geholfen hat und was aus meiner Sicht die wirksamste Maßnahme im gesamten Sanierungsbereich gewesen ist gegenüber der Pandemie, das ist nicht die Frage der Hilfen alleine, sondern das ist die Bereitstellung der Kurzarbeiterstruktur. Die hat wirklich dazu beigetragen, dass wir nicht in eine dramatische Entlastungswelle auf die Beine, also die nicht haben hinnehmen müssen. Inzwischen geht die Kurzarbeiterstruktur deutlich zurück. Hinrich, ich weiß nicht, hast du neue Erkenntnisse? Aber aus meiner Sicht geht das deutlich zurück. Aber ohne Kurzarbeiterstruktur wäre bei uns eine mittlere Katastrophe entstanden. Oder gibt es bei euch oder Kirschberger, habt ihr andere Erkenntnisse? Nein, also das Instrument der Kurzarbeit ist, glaube ich, sehr bewährt. Ja, nicht nur jetzt, sondern das haben wir ja schon mal erlebt. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise war das ja ein Instrument, was der deutschen Wirtschaft extrem geholfen hat. Das war jetzt wieder so. Wir sehen aber stark rückläufige Zahlen. Also die allermeisten haben keine Kurzarbeit mehr. Im Gegenteil, wir haben eine deutliche Zunahme der offenen Stellen. Gerade auch in den stark gebeutelten Branchen fehlen uns jetzt eigentlich die Fachkräfte, um wieder neu in Schwung zu kommen. Ja. Also wir haben eher die Problematik, dass wir die mangelnde Versorgung mit Produkten haben, so durch die Engpässe und Bereiche stark dafür, dass die Erwartungen zum Wirtschaftswachstum jetzt quasi reduziert worden sind. Ja, sehe ich genauso. Herr Kirschberger, noch eine Ergänzung? Oder? Ja, kann ich nur genauso teilen. Super, dann kommen wir nochmal zum Blick zur Bedeutung der Maßnahme. Die findet sich in der obersten Zeile. Da sieht man, wie groß das Gewicht der Maßnahme tatsächlich gewesen ist, nicht? Von 157 Millionen auf 22 Milliarden. Nicht? Also da sieht man, dass da wirklich entsprechend viel passiert ist und dass das wirklich eine Maßnahme ist, die den Arbeitsmarkt deutlich entlastet hat. Ja, neben dem Thema sozusagen die Hauptprobleme, die nach Corona haben wir ja jetzt identifiziert, Hauptaspekt Demografie und bestimmte wesentliche Versorgungsprobleme in zentralen Branchen mit der drohenden Fachkräfte oder überhaupt nur Verfügbarkeit. Und das wirkt sich auch auf sozusagen das Thema aus, das mich an anderer Stelle immer drückt. Das ist nämlich das Thema Generationsübergang. Im Thema Generationsübergang haben wir hier meine Lieblingsfolie, die zeigt, wie stark sozusagen der Abgabedruck in den nächsten Jahren ist. Das sind also die entsprechenden Unternehmer in Schleswig-Holstein, die Altersstruktur der Unternehmer in Schleswig-Holstein und Hamburg. Und man sieht, dass in den nächsten Jahren immer mehr in die rentenfähigen großen Hügel kommen. Also die großen Huckel sind ja die Jahre, die demnächst dann irgendwann Stück für Stück in die statistische unternehmerisches Rentenalter kommen. Und wo man sieht, okay, da ist der Veränderungsdruck groß. Was ich immer spannend finde, ist, dass es immer noch ein Anteil an Unternehmern, die können natürlich auch stille Gesellschafter sein, die nichts mehr tun, aber so in der Altersstruktur 1930 oder so, waren das letzte Mal etwas über 100, die noch in der Altersstruktur 1930 aktiv sind und wo man, oder zumindest die Gesellschafterrolle hat, wo man dann sagt, da ist eine Übergabe vielleicht auch irgendwann mal wünschenswert. Die schleswig-holsteinischen Unternehmer sind bundesweit die ältesten, die es in Deutschland gibt.
Und ein Großteil der, der Übergänge, also wir rechnen immer so statistisch damit, dass in den nächsten 3 Jahren ungefähr 16% nochmal tatsächlich in die entsprechenden Übergaben, also dass da die Übergaben entsprechend entstehen sollten. Wir haben bei uns selbst während der Anfangsphase der Pandemie war das Generationsübergangsthema völlig weg. Also da passierte überhaupt nichts. Und seit ein Dreivierteljahr oder sowas hat sich eine deutliche Belebung herausgestellt. Das sieht man übrigens auch an den Preisen, die die verschiedenen Unternehmen erzielen und an den Multiplikatorenstrukturen. Die sind inzwischen wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau. Also das zeigt, dass der Druck auf Generationsübergänge erheblich ist. In dem Zusammenhang sehen wir übrigens auch einen drastischen Anstieg der Konzentration. Bevor wir haben mal mit der Fachhochschule simuliert, wie stark die Anzahl der Unternehmen in den nächsten Jahren abnimmt durch Konzentrationsprozesse, und das ist ganz erheblich. Insgesamt stehen in den nächsten Jahren rund 50% der Unternehmen vor einem Generationswechsel. Das liegt schlicht daran, dass wir so eine extrem alte Unternehmerstruktur haben, nicht? Wenn man die älteste Unternehmerstruktur Deutschlands hat, dann ist das insgesamt nicht überraschend. Aber es trifft unser Bundesland eben perspektivisch sozusagen besonders intensiv. In diesem Marktsegment haben wir sozusagen zwei Phänomene. Das eine ist, dass durch die Altersstruktur der Abgabedruck zunimmt. Übrigens sind 85% der Unternehmen im Schnitt Unternehmen, die, wenn sie verkauft werden, Kaufpreise von unter 1 Million auslösen. Also 85% der Unternehmen sind Unternehmen der kleinen Preisstrukturen. Es ist ja auch bei unserer schleswig-holsteinischen Struktur nicht verwunderlich. Aber sozusagen, das muss man für die Unternehmensstruktur in dem Zusammenhang wissen. Auf der einen Seite haben wir also einen deutlichen Anstieg des Abgabedrucks und eine deutliche Verknappung der Übernahmewilligen. Kurze Information: im statistischen Durchschnitt über einen langen Zeitraum war der Unternehmensübergang innerhalb der Familie lag so ungefähr bei 55-60%. Jetzt liegt er noch ungefähr bei 40%. Das heißt also, viele Übergänge in der Familie finden nicht mehr statt. Und dann bleibt natürlich der Übergabe nur an jemand anders. Das hat aber insbesondere bei den kleinen Unternehmen, bei den kleineren Unternehmen, finden viele eben nicht mehr den Nachfolger, weil auch viele gar nicht mehr Lust haben, unbedingt Unternehmer zu werden. Ein Thema, das wir ja an allen Ecken beklagen und wo wir alles dran setzen, junge Unternehmer wieder zu finden, die Lust haben, dann auch Unternehmen zu übernehmen. Ja, dann haben wir immer noch den Druck, den geografischen Druck der Urbanisierung. Das macht gerade in ländlichen Räumen die Frage teilweise auch des Generationsübergangs für Unternehmen in ländlichen Räumen deutlich schwieriger. So, dann haben wir einen kurzen Hinweis zur Struktur. Das ist das, was ich eben vorhin angedeutet habe. 99% der Unternehmen sind relativ kleinere Unternehmen. Insgesamt gibt es für Schleswig-Holstein durchaus noch, je nachdem, welche Institute man zu Rate zieht, aber durchaus noch positive Entwicklungstendenzen, bei denen man davon ausgeht, dass wir insgesamt ganz gut auch durch die nächsten Jahre eigentlich kommen müssten. Herr Keschberger, andere Einschätzungen über Ihre Kanäle? Nö, auch das kann ich nur so teilen. Gut, dann wollen wir uns gemeinsam der Hoffnung hingeben, dass das auch möglichst eintritt. So, dann haben wir versucht, mal
paar Themen aufzugreifen, die in der nächsten Zeit aus unserer Sicht noch angegriffen werden müssen. Ich bin der Meinung, dass wir hier mit den Uni- und Fachhochschulen und so weiter Ressourcen haben, die aber deutlich anwendungsorientiert mit der Wirtschaft zusammenarbeiten müssten. Bin mal gespannt, wie die neue Uni-Präsidentin und der neue Fachhochschulpräsident diese Themen aufgreifen. Also zumindest verbalisiert hat die neue Uni-Präsidentin ja, wirkt ja so, als wenn sie sich dieses Themas annehmen wollen würde. Ich glaube, das können wir dringend gebrauchen, wenn man an dieser Stelle noch weiter vorankommt. Die befürchtete Regulatorik, die ich zumindest bei erwarteten politischen Veränderungen jetzt auf uns zukommen sehe, führt jetzt nicht dazu, dass ich mittelfristig sozusagen an dieser Stelle besondere Erwartungen in die weitere wirtschaftliche Entwicklung oder in die Förderung der weiteren Entwicklung sehe. Insbesondere macht mir natürlich das Abschneiden von bestimmten Wirtschaftsräumen, wenn man also Straßenverkehr und Güterverkehr versucht, da in erstaunlicher Weise zurückzudrängen, muss man gut überlegen, wie das auf die Dauer funktionieren soll. So, gerade in unseren Regionen und in zentralen Regionen wird das Thema der schnellen Ausweisung von Gewerbeflächen und der Genehmigungsdauer, das geht ja einfach nicht voran, nicht? Also dass man es nicht schafft, da vernünftige Regelungen zu finden, das zu verkürzen. Und wir werden ja alle von der Wirtschaft aus versuchen, dieses Thema weiter zu befördern. Aber da ist meine Befürchtung doch relativ groß. Das Wohnraumthema kriegt neue Bedeutung, denn man sieht ja an der Intensität der politischen Diskussion, wo man versucht, sozusagen mit welchen Maßnahmen man Wohnraum schaffen will oder Mietendeckel oder was auch immer da auf die Beine zu stellen. Das Wohnraumthema müssen wir lösen. Das Facharbeiterthema müssen wir lösen und wir müssen uns mal Gedanken machen, ob wir es schaffen, Industrie hier anzusiedeln oder ob wir dann endlich mal in der Lage sind, die Energien auch so zu transportieren, dass wir sie, wenn dann, auch vernünftig verkaufen können oder in anderen Regionen über Netzbetreibung zur Verfügung zu stellen. So, ich bin sogar schneller, als ich gedacht habe, weil ich sollte 20 fertig sein, nicht? Herr Kenser? Um 20 nach wollte ich Ihnen einen dezenten Hinweis geben. Aber gut, insofern ist alles ganz wunderbar, Herr Winkelmann. Also ich würde jetzt mich einmal im Hinblick auf meine Kollegen und Freunde der IHK, über die ich mich sehr freue, weil sie mir die Gelegenheit geben, einfach noch ergänzende Informationen, die ihr habt, zu nutzen. Und dann würde ich es begrüßen, wenn wir in die Diskussion einsteigen. Und ich versuche mich mal jetzt wieder auf das Gesamtbild mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, tatsächlich. Richtigen Knopf gedrückt. Herr Winkelmann, an dieser Stelle schon mal ein ganz, ganz herzlicher Dank. Ich lade auch in Ihrem Namen alle unsere Gäste ein, jetzt Fragen, Anregungen, Diskussionen zu platzieren, sich zu unmuten, also hörbar zu schalten, das Mikrofon einzuschalten. Nutzen Sie die Bühne, Herrn Winkelmann, hier vor Ort als Ansprechpartner und Experten zu haben. Herr Dunkelberg, einfach loslegen. Sie sind der Erste, der sich meldet. Sie sind der Erste, der gehört wird. Ich wollte nicht unhöflich sein, deswegen habe ich standesgemäß die Hand gehoben. Hartmut, ich hätte gerne noch zwei Fragen als Ergänzung gestellt, die nicht unmittelbar miteinander zu tun haben. Ich fange mal an mit deiner Kritik am Staruk, die ich im Übrigen teile. Nachdem ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe, ist das wirklich ein ziemlicher Moloch. Aber mich hat eine Bemerkung in dem Zusammenhang von dir aufhorchen lassen, denn du sagtest, dass du davon ausgehst, dass Staruk dafür sorgt, dass es eine Zunahme von Regelinsolvenzen gibt.
Und die wollten wir ja eigentlich in der Zukunft vermeiden durch die Erhöhung der Insolvenzen in Eigenverantwortung, die ja eigentlich eine bessere Chance für das Überleben und die Fortführung von Unternehmen darstellt. Wenn du da vielleicht noch mal so 2, 3 Sätze sagen kannst zu dem Zusammenhang. Mhm. Und zweite Frage, du hattest auch gesagt, aufgrund der Corona-Hilfen sind einige Unternehmen in ihrer Eigenkapitalstruktur ein bisschen durcheinander geraten. Und deine Empfehlung war, sich damit auseinanderzusetzen, die Eigenkapitalsituation zu verbessern. Zu welchen Maßnahmen rät die HWB den Unternehmen, gerade in dieser wackeligen Situation, wo es aus Eigenmitteln wahrscheinlich gar nicht mehr geht? Wo kommt das in frische Eigenkapital her? Was sind eure Ratschläge dazu? Ja, ich bin noch zu hören. Ich habe, glaube ich, noch nicht abgeschaltet. Das sind 2 gute Fragen. Erste Frage, Eigenverantwortung. Die Insolvenzen in Eigenverantwortung sind in der Umsetzung durch zusätzliche Auflagen im Verhältnis zur Vergangenheit deutlich erschwert worden. Im Rahmen dieser Gesamtstruktur hat man die Anforderungen an die Planung im Vorfeld eines Insolvenzantrages deutlich erhöht. Also wenn ich einen Insolvenzantrag in Eigenverantwortung beabsichtige zu stellen, muss ich heute umfangreiche Unterlagen im Vorwege mit einem durchdachten Plan zur Verfügung stellen. Das dauert, also selbst wenn wir eingeschaltet wären, was ich jetzt mal als optimistisch einschätze, was die Beschleunigung angeht, würde das mit Sicherheit 4, 6, 8 Wochen dauern, bis man einen solchen Antrag sachgerecht auf die Beine gestellt hat. Das kann noch funktionieren, was das Tempo angeht. In der Regel ist aber, wenn diese Krisensituation eingetreten ist, das meistens für solche umfangreiche Bearbeitung zu spät. Denn wann kommen die Persönlichkeiten entweder zum Insolvenzverwalter und lassen sich vorweg beraten oder zum Beispiel zu uns, wenn sich eine ernsthafte Krise abzeichnet? Und dann die Zeit zu haben, diese ganzen Dinge so aufzubereiten, funktioniert nicht. Deswegen wird durch die faktischen Begleitumstände, die das Staruk auch für Eigenverwaltung auf die Beine stellt, es nicht mehr zur entsprechenden Umsetzung dieser Dinge kommen. Weil so in der Regel sind die Vorausplanung und die Unterlagen, die man dafür bräuchte, die jetzt mit neuen Auflagen versehen sind, dann nicht mehr in der entsprechenden Schnelligkeit herzustellen. Und das bedeutet, dass in diesem Gesamtpaket, das der Gesetzgeber erreicht, also der präsentiert hat, eine deutliche Verschlechterung oder eine Rückkehr zur Regelinsolvenz die Marschrichtung ist. Und aus meiner Sicht ist das der eine Teil Starrung, nämlich die vorinsolvenzrechtliche Regelung, ist schlecht gemacht und das andere ist Absicht. Also man will klare Kante und man will die Bereinigung an dieser Stelle herbeiführen. Das können wir jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist das Ergebnis. So, zweite Frage, welche Möglichkeiten zur Corona-Hilfe haben wir? Wir haben ja das grundsätzliche Problem, dass diese ganzen Hilfsprogramme, die man umsetzen kann, immer dann gelten, wenn das Unternehmen nicht bereits als vor Corona in Krisensituationen sozusagen befindlich gedacht ist. Und wenn diese Situation sozusagen vorhanden ist, dass es ein Unternehmen ist, das nicht vor Corona insolvenzlich bereits in der Krise war, dann würde ich immer den Versuch machen, mit der MBG, die in der Vergangenheit der letzten Zeit diese Fragen offensiver behandelt hat, als das in sonstigen Phasen der Fall gewesen ist, dann würde ich also immer den Versuch machen, über die MBG dazu beizutragen, dann Möglichkeiten zu finden, Eigenkapital befristet zu stärken, weil das Bilanzbild wird möglicherweise das Problem für viele Unternehmen in ihrer Zukunft sein, weil wenn ich 500.000 verloren habe durch Verluste und die 500.000 Liquidität gekriegt habe, habe ich halt um 500.000 schlechtere Bilanzstrukturen. Und die muss ich anteilig versuchen, auf die Beine zu stellen. Und da sind wir
zumindest für eine ausreichende Anzahl von Fällen, nicht für alle, aber für eine ausreichende Anzahl von Fällen in Schleswig-Holstein mit den Förderinstituten, die wir hier haben, besser aufgestellt als fast alle anderen Bundesländer. Das bedeutet nicht, dass es immer funktioniert, aber zumindest ist das der Versuch, den man machen kann. Und das Zweite ist eben, aber auch da ist die Struktur begrenzt, dass man immer wieder guckt, welche Töpfe aus den Bundesprogrammen kann man noch anzapfen. Ne?